So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollen wir ein Video drehen für all die Hausmänner, die selbst putzen, oder für all die Hausmänner, die ihre Hausfrauen glücklich machen wollen. Immer wieder steht ja das Thema an, es müssen Fenster geputzt werden. Dafür brauchen wir natürlich ein passendes Reinigungsmittel. Da ich selbst viele Jahre in einer Branche beschäftigt war, wo ich jeden Morgen zunächst mal größere Mengen Glasflächen reinigen durfte, habe ich mir Gedanken zu dem Thema gemacht, wie man es am besten beheben kann. Aus diesem Grund möchte ich heute eine Rezeptur vorstellen, gerne zum Nachmachen geeignet, die man sich selbst anmixen kann und zum Glasreinigen hervorragend verwenden kann. Dazu benötigen wir zunächst mal so eine Sprühflasche hier. Glasreiniger wird ja doch immer wieder mal benötigt. Aus diesem Grund ist das ganz praktisch. Dazu benötigen wir eine 25-prozentige Ammoniaklösung vom Chemiehandel unseres Vertrauens. Dafür benötigen wir natürlich auch noch ein leichtes Spülmittel, beispielsweise Fit. Darf auch was anderes sein, funktioniert aber hervorragend. Und außerdem brauchen wir noch etwas Isopropanol. Bei Bedarf funktioniert natürlich auch Spiritus. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass der Spiritus in den letzten Jahren auch bei diversen Baumärkten immer teurer wird und mittlerweile das Isopropanol mit einer ähnlichen Konzentration und gleicher Wirkung doch erheblich preiswerter ist. Beginnen wir ganz einfach. Zunächst füllen wir uns von dieser Ammoniaklösung eine kleine Menge ab. Das riecht ein wenig für all diejenigen, die Ammoniak kennen. Wir brauchen gar nicht viel davon. Ich habe mir aus diesem Grund so ein kleines Becherchen, wie dieses hier zum Beispiel. Wenn wir da eine kleine Menge reingeben und die Flasche wieder zuschrauben, riecht es auch gar nicht mehr ganz so stark. Wir haben hier also, naja, ich sag mal, der Boden ist gut bedeckt. Das reicht vollkommen aus. Das geben wir hier rein. Das brauchen wir einfach deshalb, damit wir eine bessere Fettlösekraft haben. Wenn man es weglässt, funktioniert es selbstverständlich auch. Dann geben wir dazu von unserem Spülmittel auch nicht allzu viel. Es sollten ein paar Tropfen sein, aber wir wollen natürlich nicht. Eins, zwei, drei, vier Tropfen reicht vollkommen aus. Wir wollen natürlich das Glas nicht verschmieren. Wir wollen es ja reinigen, nicht wahr? So, als nächstes nehmen wir unser Isopropanol dazu. Diese Flaschen haben ja im Allgemeinen eine Füllstandsanzeige. Normalerweise sind die auch bei einem Liter voll, weil man ja für das Aufpumpen der Luft auch noch ein bisschen braucht. Das heißt, wir füllen jetzt mit Isopropanol auf, bis wir ungefähr einen halben Liter hier drin haben. Das funktioniert an sich problemlos. Wir können natürlich auch gerne mal einen Trichter holen. So, mit Trichter funktioniert das Ganze natürlich noch wesentlich besser. Und bei Kleckers noch weniger, indem man sich hier einfach mal einen halben Liter Isopropanol abfüllt. Man kann das also an der Seite mal reinschauen, wie viel ungefähr drin ist. Und dann füllt man noch ein wenig nach. So. Wenn was drüber geht, ist auch nicht so dramatisch. Passiert nichts. So, und der Rest wird aufgefüllt mit Wasser. Bis auf einen Liter. Ja. So, das heißt, wir geben hier auch ungefähr 500 Milliliter dazu. Und da haben wir ungefähr einen Liter von diesem Glasreiniger hergestellt. So. Jetzt können wir direkt im Anschluss diese Flasche wieder, upsala, das war ein bisschen viel, diese Flasche wieder zuschrauben und haben einen hervorragenden Glasreiniger, den man direkt mit dieser Sprühflasche auch auf dem Fenster verteilen kann. Wenn jetzt ein bisschen viel drin ist, ist es nicht ganz so dramatisch. Man kann ja problemlos was abgießen, sich auch noch aufbewahren, dann kann man es später auch noch mal mit nachgießen und weiter verwenden. Nachahmungen sind empfohlen. Kritik ist natürlich auch logischerweise erlaubt, keine Frage. Probiert es aus. Ich arbeite bereits seit vielen Jahren, man kann schon sagen Jahrzehnten damit und bin damit sehr erfolgreich. Ja, und sonst verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.